Okay, na ich erscheich. Dann setzen wir mal das Ganze jetzt heute mal ein bisschen höher. Wunderbar. Natürlich wäre es auch geil, wenn ich dabei dann, wenn ich dafür alles Mögliche da hätte. So, ein Block höher, genau. Und hier auch nochmal. Können wir gleich mal anfangen, da die ganzen Mauern oder zumindest schon mal die Grundzüge der Mauern da drauf zu setzen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen hilfreich. So, hier und da mal so ein ganz kleines bisschen da ein paar Mauern zu setzen. Da ist ja nämlich niemand, wisst ihr? Und ihr wisst ja, was mit niemand ist, der hat nämlich die Absicht. Oh, jetzt gerichtet. Okay. Da einen weiteren Rand, dankeschön. Und hier auch nochmal und auch. Ja, gut. Okay, fein. Mit dem Kram hier erstmal durch. Schön ordentlich durchziehen, das Zeug hier. Noch ein bisschen höher. Okay, danke. Ich lasse es von hier aus. Theoretisch ist das jetzt auch wieder so ein geschnittener Kram. Dankeschön. Okay, das passt jetzt soweit. Die hier muss ich nochmal austauschen und zu glatten machen. Okay. Ja doch, ist richtig. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, auf welche Seite jetzt die Werkstatt gesetzt wird. Rechts oder links? Links oder rechts? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube eher hier. Dann würde ich das Ding wieder ein bisschen zumachen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich eine Zentraltür haben will. Mal lieber so. Ich kann nämlich da wieder ein Fenster einsetzen, wisst ihr? Okay, dann muss hier natürlich die weitere Wand rein. Scheiße, ich habe kein Material mehr. Ist geschnitten. Verdammt. Ich hoffe, das brennt gerade noch mal durch. Ich hoffe es. Und natürlich ist sowas durchgebrannt worden, gar keine Frage. Ich habe auch mitgedacht. Ausnahmsweise mal. Ach ja. Kommt nicht häufig vor, ich weiß. Und das sollte man auch nicht zur Gewohnheit werden lassen, dass ich mal mitdenke. Moment. Hier unten nicht. Darf ich den da unten auch noch haben? Ich frage für einen Freund. Dankeschön. Was für ein Freund, der echt Freund, der ist sogar keinen. Er reitet noch drauf rum. Okay. Wir haben mal eine kleine Wand rein. Dankeschön. Und, da, hier die auch nochmal. Hier dann auch nochmal hoch, wieder den Kram. 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Was soll das hier? Was soll das werden, wenn es fertig ist? Achso, das war eine Wand. Da wollte ich eine Wand hinsetzen, deswegen. Aber hier unten können wir trotzdem weg. Das ist nämlich eigentlich Sand. Dankeschön. Habe ich wohl auf Sand gebaut hier. Okay, dann können wir hier hinten auch nochmal eine Wand reinziehen. Eigentlich passt das überhaupt nicht. Was ist so die Schlafbereiche und. Ja, nicht, dass hier noch ein bisschen weiter. Ja, lassen wir das einmal so, wie es ist. Okay, dann ist der Bereich hier vorne natürlich auch wieder Werkstatt, genauso wie auf der anderen Seite auch. Auch noch mehr glatten Kram. Das war Werkstatt. Das war eigentlich so rum. Okay, die Tür war hier. Jo. Randa. Ja, auch nochmal Randa. Dankeschön. Werkstatt. Und das Gebäude hat jetzt aktuell keine Werkstatt drin. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hätte mich eigentlich gedacht, dass man dass hier eben auch Hauswand hin kommt. Ich glaube, wir müssen noch eine Runde schlafen gehen. Mal bei Gelegenheit. Ich meine, man könnte das Gebäude hier natürlich auch noch ein bisschen weiter rausziehen. Das wäre jetzt auch nicht so das Problem. So um einen Block. Diesen Abschnitt hier. So. Dann zieht man hier letztendlich nochmal eine Wand rein. Dann kommt ein Zombie.
Weiß nicht, gefällt mir das? Ja, vielleicht. Ne? Ich glaube, du brennst doch so ein bisschen. Ich glaube, du bist verbrannt. Dämliches Viech. Okay, ja, nicht, ich habe es nicht so weit vorgeplant. Wobei wir bei dem Gebäude hier dann wieder ein bisschen höher gehen können. Dann haben wir nämlich den Eingang hier richtig schön in der Mitte. Und das ist dann aber auch der Boden hier. Das hier. Genau. Ja, das ist ein Creeper. Hallo, Creeper. Und da brennt wieder was. Lass mich ran, Skelett. Ne, ein Zombie. Brände. Hey. Oh, genau. Ja, wunderbar. Dann müssen wir gleich eigentlich den Boden reinschwirbeln und hier natürlich auch. Das Gebäude hier in der Mitte kriegt natürlich dann den erhöhten Boden und die anderen hier sind alle so flach. Genau, die. Bei denen ist das ist der Humor genauso flach wie meiner. Finde ich super. Das wäre dann der Boden für den Wohnbereich. Genau. Ja, und die Werkstatt braucht jetzt erstmal keinen eigenen Boden, würde ich mal sagen. Vorerst. Genau. Ich hatte sowieso überlegt, ob die vielleicht einfach den ganz normalen Platzboden kriegt, also Sand und Steinziegel. Steinziegel sag ich schon. Sand und Treppen. Sandsteintreppen. ja, vielleicht je nachdem, was das für ein Gewerk ist, dann auch ein bisschen was Kies oder sowas. Dazwischen gestreut ist ganz leicht, aber ich glaube, das reicht dann auch. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Was wollen wir denn hier an Dings drin haben? An Boden. Was haben wir denn überhaupt zur Auswahl? Ich frage für einen Freund. Ah, ich glaube, wir machen es einmal wieder klassisch mit Granitus und mit Sandsteinus. Dankeschön. Die reichen ja auch erstmal dafür aus. Wisst ihr was? Ich nehme sicher, ich habe trotzdem nochmal einen weiteren Steg mit. Einen weiteren Steg. Nom. Dankeschön. Man weiß ja nie, genau. Ja, dann wird das jetzt so eine kleine Werkstatt, Gasse, Platz, irgendwas, Ding. Genau. Und hier gibt es dann keinen Brunnen in der Mitte, sondern... Hier nicht, einen Baum? Oder gar nichts? Vielleicht auch einfach gar nichts, weil hier einfach so viel Zeug rumsteht, ja? Aber wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr das ja. Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Upsala, der geht doch nicht hin. Okay. Der wunderbare, schöne Schachbrett, man kennt das ja. Lässt sich dann vom Creeper in die Luft jagen, das kennt man auch. So, aber solange ich vermeiden kann, vermeide ich es natürlich. Ach, ist der Creeper eigentlich noch da? Der ist ja mittlerweile weg. Er ist fort. Oder auch nicht. Komm, bist du mal ran hier? Hab ich noch ein Schild dabei? So, falls mir doch irgendwie ans Leder will, komm mal rein jetzt. Ah. Stirb! Geh weg! Und weg mit dir! Dankeschön. Okay, wie war das? Schachbrett, genau. Dann bretten wir mal eine Runde. Nee, über da. Und da hinten auch nochmal. Dankeschön. Nein! Der war falsch hier. Ja, eben. Hab ich auch gerade gedacht. Was waren jetzt glatte? Was sind jetzt geschnittene? Ich will aber normal, ne? Mal raus hier. Naja, ganz zentral ist jetzt nicht. Bzw. ganz mittig, aber was soll's. Es ist mittig genug. Dann haben wir so eine ganz kleine Wohnung mit einem Bett und einem Ofen und einem Kleinzeug. Ja, eine ganz kleine Wohnung, aber das passt schon. Dafür könnten wir vielleicht eine weitere Wohnung oder sowas hier über die Werkstatt setzen. Vielleicht. Weiß ich noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Das wird sich dann einfach zeigen, wenn sie das zeigt. Ist ein Stein da. Okay, einmal hier nochmal dicht machen. Haben wir es jetzt? Jo.
Okay, genau, hier haben wir die Werkstatt. Die würde ich auch ganz gerne nochmal mit Mauern markieren, wenn ich ehrlich bin. Sandstein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dankeschön. Würde mich hier ganz gerne dann so einen Zugang mit Mauern setzen, wenn ich ehrlich bin. So. Genau, das ist dann eben so der kleine, feine Werkstatt-Bereich-Ding. Genau. Hier kann man dann wunderbar eine Treppe hochsetzen, auf beiden Seiten vielleicht? Ja. Kann man machen, man kann es auch sein lassen, das ist auch richtig. Aber der Baum hier, ne? Generell die ganzen Bäume hier, die mir jetzt gerade stören, also die beiden Nadelbäume, die sollten eigentlich vielleicht mal weg hier. Super! Dann ist natürlich die Frage. Andererseits kann ich bei diesem Gebäude natürlich, wenn wir das zweistöckig machen, auch oben vielleicht eine Werkstatt hinsetzen. So eine. Weil ja hier dämlich ist, dann haben wir hier unten. Eigentlich müsste das andersrum sein. Scheiße. Ich hätte jetzt aber trotzdem ganz gerne den richtigen Boden drin. Das wäre durchaus hilfreich. Na, wobei, können wir auch offen lassen, passt schon. Granit, 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 Granit. Und Mau, genau. Nee, Mau habe ich nicht. Okay. Mal wieder ein paar. Ah, genau, das sind die richtigen Sandsteinstufen, danke. Schön, und da auch nochmal einen weiteren. Jedes Mal baut er irgendwas falsch, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht hier. Da nochmal ein paar rinnen. Und dann soll ich vielleicht mal die Wände höher ziehen. Irgendwann mal. Ich brauche weitere Stufen, gib mir noch mehr. Hier, das war Sand. Da ist Sandstein. Dankeschön. Geile Stufen aus deiner Umgebung. So. Und ein Bett. Das wäre nett. Ach, guck mal, einer, schau, was ist da? Wen haben wir denn da? Ein Skelett. Jo, neuer Morgen und das Skelett ist immer noch da, gleich nicht mehr. Komm her. Na los. Ich glaube, du brennst gerade vor. Die hat mir wehgetan. Na, brennst du. Oh. Da hat man einmal die Hoffnung, dass er auch abbrennt hier. Dann trifft man nicht mal. Trottel. War egal. Anyway. Das Ding ist jetzt Geschichte. Das ist gut. Das ist fein. Genauso soll das sein. Werkstatt? Werkstatt? Und in der Mitte wäre halt Werkstatt eigentlich auch ganz geil, wenn ich ehrlich bin, ne? Wenn ich das hier halt eine größere Werkstatt. Ja, genau. Das heißt aber auch, dass wir den vielleicht ein bisschen weiterziehen. Die Blöcke kommen nochmal raus. Hier auch. Genauso wie die hier. Jetzt nehme ich jetzt dann noch ein paar weitere ein paar Blöcke weiter. Macht Sinn? Ja, ich wollte es eigentlich. Ich war mal weg mit dem Kram hier. Ich brauche den Blödsinn jetzt auch nicht mehr. Ich brauche. Nein, Sand nicht. Glatten Kram und. Nein. Geschnittenen, danke. Wir haben jetzt aktuell 3. 4, 5. Dankeschön. Ich glaube, das macht so ein bisschen mehr Sinn. Weg mit dem Blödsinn hier. Danke. Huch. Dann haben wir nämlich jetzt auch zwei Räume, die man wirklich bewohnen kann. In der Mitte haben wir dann wirklich die Werkstatt. Das passt das soweit. Gut, dann müssen wir das hier dann auch nochmal anpassen. Einmal die hier. 1, 2. Schnitten. Ja, nochmal 1, 2 und 3.
3, dankeschön. Okay. Weg mit dem Kram, weg mit dem Kram, weg mit dem Kram. Ich will den nicht sehen hier. Okay, glatt. Da auch nochmal. Dann war zugemacht, schnell. Ja, wunderbar. Wunderherrliche. Genau. Wären das jetzt nur die Maße von dem Abschanit? Das ist okay. Kann man mitarbeiten. Mit noch ein bisschen Granit dazu als Boden. Wäre das auch fein. Deswegen kommt er rein. Ja, auch nochmal fix. Ja, wird auch Schuh drauf. Ah, verdammt. Und jetzt komme ich nicht. Sand. Da haben wir Sand. Danke. Da haben wir die anderen. Dankeschön. Rufen. Einmal einen wunderbaren Kreis wieder ziehen hier. Wunderbar. Ach, schöne Scheiße, ey. Gut, ich brauche sowieso weitere Stufen, davon abgesehen. Schon. Okay, weitere Stufen bitte. Ich habe doch bestimmt noch irgendwo einen Sandstein, genau den. Ja, warum ich die Granitblöcke komplett gesetzt habe und nicht auch als Stufen gemacht habe, frag mich bitte was Einfaches. Einfacheres. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich mal wieder nicht mitgedacht habe. Das wäre jetzt nichts Neues. Sandstein, nein, glatten Stein, genau. Und nochmal geschnittenen. Geschnitten? Ja, hast dich wohl geschnitten. Ja, oder, aber, wie auch immer. Okay, dann erhöhen wir den Kram mal über... Nicht den hier. Dem gehört das Ding hier nicht. Geschnitten und geschnitten. Udi. Und dann glatt. Ich bin mir jetzt gerade mal überlegen, wo jetzt die Türen kommt. In den hinteren Bereich oder in den vorderen? Ich würde sagen, in den vorderen würde ich das Ding eher hinsetzen. Boah. Okay. Sieht eigentlich ganz gut aus. Gut, Platz haben wir hier. Wunderbar. Ich habe wieder keinen Glattstein mehr. Oh Mist. Nein. Halt wirklich keinen mehr? Nein. Ja, komm, wie auch immer. Ich habe doch wieder was dabei hier. Schöner, geiler, glatter Stein. Ja, ich sollte hier in die Mauer rein. In die Wand, Entschuldigung. Jo, gut. Hier dann auch nochmal raus. Dankeschön. Ja, und das wäre dann der Werkstattbereich und, Moment. Das ist Werkstattbereich. Warum habe ich dann diese Scheiße gemacht? Ja. Genau. Einmal dämlich, bitte. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Maybe. Gut, dann brauchen wir ein paar Treppen. Eigentlich kann ich sie komplett mal umarbeiten. Ich brauche die sowieso. Der Kram kann raus und der auch. Und der kann durch Sand ersetzt werden. Dankeschön, das war das Sand, oder? Ja, geil. Nice. Sprache voller Imbrunst und hatte Paranoias. Genau. Eben den Boden hier stopfen. Nein. Okay, dann setzen wir den da rein. Dann kann der Rest mal wieder auch mit. Treppen, der dann gebastelt werden. Oh, ich würde mal sagen. Dass wir dann ein bisschen Sand hinlegen und die Zwischenräume werden natürlich jetzt wieder Treppen. Man kennt das. Das Spiel. Schöne, geile Pflaster.
Aber ist vielleicht sogar ein bisschen zu viel, ich weiß es nicht. Ich meine, gut, notfalls lassen wir ein bisschen mehr Sand noch irgendwo rein, das passt ja schon. Denn Sand haben wir ja genügend hier in der Wüste. Ja. Ja. Ja, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. 3 Stück, andererseits. Komm. Oh. Ich brauche Sand. Nehmen wir den hier raus. Du bist sandig. Meinetwegen auch, passt schon. Zack. Hier können wir den auch nochmal sandig werden lassen. Zack. Na? Na? Ah, jetzt wird auch ein Schuh draus, oder? Ja, finde ich auch. Und dann müssen wir die Dinger hier eigentlich auch nochmal austauschen. Ah, das wäre dann nämlich dann Stufe. Nein. Nö. Och nein. Was soll das denn? Nee, jetzt schon gemein ein bisschen. So. Wir machen das einfach so. Schlafen eine Runde. Genau, dann hauen wir den jetzt auch mal raus. Dankeschön, danke sehr. Mit den da rein. Ah, wunderbar. Ich denke, ich mache soweit okay aus. Wie gesagt, man stelle sich vor, dass da eine Treppe hochgeht, dass da eine Treppe hochgeht. Genau. Das Ding hat dann in der Mitte noch eine kleine Erhöhung. Rechts von der Terrasse. Na, ja, warum nicht? Warum eigentlich auch nicht? Genau. Nice. Ist ja scheiße, sag ich euch.